made by the community. Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Wir befinden uns im PTU des Patches 3.9.1, warten alle auf die Invictus Launch Week. Wupp, wupp. Hier sind überall kleine Werbetafeln und coole Bilder und ach, das haben wir euch beim letzten Mal schon gezeigt. Aber als wir hier hinten von der Schiffsauswahl dann hier rechts runter zu den Hangars gelaufen sind, haben wir glatt da hinten den Bereich übersehen. Sorry dafür. Ja, das kommt davon, wenn man Videos eben so früh rausbringt. Wenn man sich hier nämlich nähert, dann seht ihr schon, wird hier Drake beleuchtet. Natürlich geht es um den Schiffshersteller Drake Interplanetary, der hier seine eigene Messe veranstalten möchte, vom 30. Mai bis zum 1. Juni. Also direkt nach der Invictus Launch Week, die vom 22. Mai, also kommenden Freitag, bis 29. Mai geht. Auf der Drake Interplanetary Defense Con möchte Drake, naja, so eine richtige Konkurrenzveranstaltung ist es nicht, aber das UAE-Militär hatte also ein Problem, Drake als Aussteller zuzulassen im Babbage Convention Center hier in Arcorp, und deswegen dachte sich Drake, gut, dann machen wir halt hier, wo normalerweise die Commercial Flights abgehen, da mieten wir uns den Bereich und machen hier unsere eigene Defense Con. Ja, und was Drake Interplanetary hier dann in den Hallen zeigen wird, ist natürlich die große Frage. Viele haben auf die Drake Interplanetary Cutlass Blue getippt, die ja mit Patch 3.10, also dem nächsten offiziellen Quartalspatch, eigentlich veröffentlicht werden sollte. Da ist uns Cloud Imperium aber zuvor gekommen, denn die haben beschlossen, wir hauen das Ding schon in Patch 3.9.1 raus. Und entsprechend steht sie hier im PTU, den Evocati-Testern und den Besitzern der Cutlass Blue natürlich auch schon zur Verfügung zum Testen. Sie hat noch ein paar kleine Macken, aber das schauen wir uns natürlich gleich an. Ab dem, also wenn der Patch dann live geht, 3.9.1, was morgen oder übermorgen der Fall sein dürfte, dann haben natürlich die Besitzer dauerhaft die Cutlass Blue zur Auswahl. Ihr werdet sie aber dann höchstwahrscheinlich auf der Messe, entweder auf der Invictus Launch Week, wahrscheinlich aber dann erst auf der Drake Interplanetary Defense Con zum Leihen auch kennzeichnen können, also renten können, und dort könnt ihr dann das Schiff eben auch ausprobieren. So, genug gelabert, wir schauen uns jetzt aber mal das Schiff an, denn natürlich sind hinten die Aufzüge von der Defense Con auch noch nicht zu benutzen, beziehungsweise die Aufzüge gehen zwar auf, aber da steht eben nur Riker Memorial Spaceport, und entsprechend, wir sollten uns vielleicht erstmal eine Cutlass Blue rufen, also reine Idee von mir. Ich wollte schon wieder in die Hangars, sorry. Ja, die Drake Interplanetary Cutlass Blue, hier ist sie. 12 Standardfrachteinheiten hat sie. Es gibt ja von der Cutlass-Reihe 3 Schiffe insgesamt. Das ist jetzt die letzte Variante, die wir hier bestaunen dürfen. Die Drake Interplanetary Cutlass Black ist ja die erste Variante, die ins Spiel kam. Der Allrounder sozusagen mit 46 Standardfrachteinheiten. 4 Size 3 Hardpoints, die der Pilot bedienen kann. 2 weitere Size 3 Hardpoints am Turm. Ja, Frachttüren. Tatsächlich ein recht gutes Schiff, ja, standardmäßig zwar mit relativ überschaubaren Schilden und so weiter ausgestattet, aber das kann man ja auch noch pimpen. Dann gab es das zweite Schiff, was vor einiger Zeit ins Verse kam, nämlich die Drake Interplanetary Cutlass Red, der Krankenwagen im Star Citizen Universum. Der war so rot-weiß mit roten Lampen dran und hatte innen drin 2 Betten, in denen man sich sichern konnte und entsprechend nach einem Tod dort wieder gespawnt ist oder spawnen konnte. Und jetzt haben wir hier die letzte Variante im Spiel. Wie gesagt, die Cutlass Blue. Die Polizei oder Security oder Bounty Hunter Version, wie ihr wollt. Sie ist auf jeden Fall grau-weiß-blau. Und vor allem das Alleinstellungsmerkmal der Cutlass Blue ist hier vorne die andere Cockpit-Verglasung, die sie drauf hat. Die anderen Cutlass-Varianten, die Black und die Red, sind ja eher eckig vorne. Und die Cutlass Blue hatte seit jeher schon immer ein rundes Cockpit, daran ist sie also auch gut zu erkennen. Sollten jetzt mit 3.9.1 die Paints reinkommen und jemand in der Cutlass Blue mit anderem Skin unterwegs sein, so könnt ihr den trotzdem am Cockpit gut erkennen. Im Gegensatz zur Cutlass Black hat die Blue hier an der Seite auch keine Schiebetüren, also so Frachttore, sondern sie hat hier Docking-Schleusen links und rechts dran, genau wie die Cutlass Red auch. Wir haben natürlich trotzdem die beiden großen Triebwerke, mit denen sie vertikal, also die sie in vertikalen Modus schalten kann, um gut in der Atmosphäre hovern zu können. Und ja,
ansonsten schauen wir uns das Schiff einfach mal an. Luke auf. Und hier drin ist es natürlich noch dunkel, deswegen mache ich mal meine Taschenlampe an. Wir machen mal hier die Luke zu. Und da sind wir auch schon im ersten Bereich der Cutlass, und zwar der Airlock. Im hinteren Bereich hat sie genau wie die Cutlass Red also eine Airlock, in der man sich für EVA-Einsätze zum Beispiel rüsten kann. Abgetrennt vom restlichen Bereich des Schiffs, der hinter dieser Tür hier liegt, hat man hier also einen schönen geschlossenen Bereich, kann dann, während man im Space unterwegs ist, hier hinten die Luke öffnen und dann EVA-Spaziergänge machen, um zum Beispiel Leute abzuholen, auf die gerade ein Bounty ausgesetzt ist, oder ähnliche Aktionen zu starten. Wenn wir jetzt mal hier die Tür öffnen, dann kommen wir hier in den Bereich, in dem normalerweise das Frachtabteil ist. Ich denke auch mal, hier werden die 12 Frachteinheiten versteckt sein und wahrscheinlich auch noch ein bisschen hier in der Airlock. Die sollten wir übrigens geschlossen halten. Und ja, das passt schon. Und ansonsten haben wir hier natürlich in der Bounty Hunter Version diese Aufbewahrungsbehälter, diese Gefängniszellen für die Häftlinge, die wir denn einsacken. Hier auf dieser Seite haben wir 6 Stück und auf dieser Seite haben wir 6 Stück. Die sind alle so aufgehangen wie im, ja, wie in der Reinigung. Ja, man kann hier wahrscheinlich später am Terminal dann immer oben diese Cryopods oder diese Gefängniszellen im Kreis fahren lassen, und an die hier können wir dann praktisch immer ran, wo hier gerade eben kein Geländer ist, und hier können wir dann jemanden reinfahren, wieder hier ans Tablet gehen und dann den nächsten leeren Pot nach vorne fahren. Und derjenige, den wir dann eingesackt haben, der ist hier halt drin gestort. Ob der hier in Kryostase versetzt wird oder betäubt wird oder weiterlebt oder, weiß ich nicht, in Carbonit gegossen wird, das weiß ich nicht, das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall sieht das schon sehr cool aus. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass man die nicht austauschen kann, zumindest aktuell noch nicht. So seid ihr also an diese Cryopods hier oder diese Zellen gebunden und könnt nicht zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt doch gerne 46 Standard-Frachteinheiten. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, Airlocks. Die können wir auch mal öffnen. Zack, da seht ihr es. Dann fährt sich dieser Ring raus. Theoretisch könnte ich jetzt auch hier reingehen. Die Tür hinter mir ist auf. Wenn ich aber die Tür vor mir jetzt hier aufmache, dann schließt sich hinter mir diese Kuppel und ich könnte jetzt auch so raus EVA'en. Normalerweise ist diese Docking-Schleuse hier aber eben dafür gedacht, wenn das Ship-to-Ship oder Ship-to-Station-Docking kommt, dann können wir hierüber entsprechend die anderen Schiffe oder die Stationen betreten. So, machen wir wieder Seal-Airlock, dann fährt sich auch draußen dieser ausfahrbare Rüssel, der fährt sich dann wieder ran, und das gleiche, wie gesagt, haben wir hier hinten auf der anderen Seite auch noch. Alles in allem tatsächlich gut gelungen, würde ich sagen, dieser mittlere Frachtbereich. Dann kommen wir in den vorderen Bereich, auch der sieht, leider alles noch sehr, sehr dunkel, aber ich wollte das Cockpit mir bis zum Schluss aufsparen. Auch der sieht eigentlich aus wie bei der Cutlass Black und auch wie bei der Cutlass Red. Wir haben hier einen Zugang zum Turm, der übrigens auch zweimal Size 3 Hardpoints hat und ihr dort natürlich alle möglichen Waffen anschrauben könnt. Die können aber nicht vom Piloten abgefeuert werden, ihr braucht hier also einen separaten Gunner, wenn ihr den Turm nutzen wollt. Wir haben 2 Betten für eine Crew von 2 Personen. Wir haben 4 Waffenracks oder Waffen, Aufbewahrungsmöglichkeiten für FPS-Waffen. Wir haben hier natürlich auch noch die ein oder andere Storage-Möglichkeit für Verbandsmaterialien und sowas später. Und wir haben hier auch 2 Spinde, wo man die notdürftigsten Klamotten unterbringen kann. Damit kommen wir dann zum Cockpit-Bereich, und wie gesagt, hier haben wir diese riesige, große, runde Scheibe. Und wenn ich mich jetzt mal in den Pilotensitz setze, dann werdet ihr sehen, dass die Sicht noch besser ist als die der Cutlass Black und der Cutlass Red. Und die sind halt schon großartig, ja. Ihr seht das hier, ich habe wirklich voll die freie Aussicht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind eigentlich hier diese vorderen Instrumente. So, dann machen wir mal hier die Luken auf. So. Dann gehen wir mal in die Außenansicht. Und fangen mal an zu hovern. Sehr empfindlich. Alles klar, Fahrwerk einfahren. Und dann starten wir hier mal durch. Uiuiui. Bin mit dem Gamepad unterwegs, muss mich dran gewöhnen. Eieiei. So.
Und dann drehen wir die Triebwerke nach hinten und geben mal schön Schub. Jawohl, so sieht das aus. Hauen wir hier mal einfach C rein, dann beschleunigt die ein bisschen weiter und ich kann euch hier ein wenig das Schiff von außen zeigen. Ja, wie gesagt, diese Scheibe vorne sehr charakteristisch, sehr, sehr cool. Wir haben trotzdem vorne vom Piloten 4 Size 3 Hardpoints, wie die anderen Versionen auch. Standardmäßig sind dort aber Size 2 Waffen Gimbal dran aufgehangen. Unten sind diese DRX irgendwas Waffen dran, keine Ahnung. Und obendrauf sind GT-215er Gatling-Kanonen. Und am Turm sind, glaube ich, CF-337er Panther-Repeater. Das ist eben jetzt nur mal Standard. Wenn ihr jetzt mal links und rechts vom Turm guckt, dann seht ihr dort die Raketenschächte. Und in diesen Raketenschächten müssten 24 Size 2 Raketen liegen, wenn ich da richtig informiert bin. Also auch eine ganze Menge Feuerkraft an Raketen. Sehr, sehr schön. Und eine große Besonderheit, der Cutlass Blue ist natürlich auch das Blaulicht. Und in diesem Fall ist es tatsächlich Blaulicht. Woo, 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 yeah! Boah, voll die Mini-Disco. Sehr cool. Ja, bei der Cutlass Red habe ich ja auch immer Blaulicht gesagt, obwohl die eben nur rot blinkt. Und die Cutlass Blue hier, die blinkt halt rot und blau. So unglaublich cool. Also wenn es ein Verkaufsargument für mich gäbe für die Cutlass Blue, dann ist es auf jeden Fall dieses coole Partylicht hier. Sehr, 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 sehr cool. Also, Ja, und da bin ich tatsächlich auch mal nicht sauer, dass es hier ein bisschen dunkel ist in Area 18. Denn jetzt können wir das ganz gut gebrauchen und können das auch ganz gut sehen. Die Cutlass Blue sollte eigentlich mal ursprünglich 2 Schilde kriegen, sie hat aber trotzdem jetzt aktuell immer nur noch 1, genau wie alle anderen Varianten auch. Natürlich sind die Komponenten, glaube ich, standardmäßig etwas besser als bei den anderen Varianten, aber die könnte man ja bei den anderen Varianten auch austauschen. Von daher ist da jetzt auch nicht so der große Vorteil. Neben diesen Gefängniszellen, den Dockingschleusen an den Seiten, der anderen Cockpithaube und dem Blaulicht, haben wir aber auch noch eine weitere Besonderheit. Dazu gehe ich nochmal kurz ins Cockpit und deaktiviere den Chat. Und da sehen wir nämlich hier unten QED on. Ja, das ist der, ich glaube, irgendwie Quantum Enforcement Device heißt das Ding. Und das ist also ein Quantum Jammer. Den hat die Cutlass Blue hier ebenfalls noch mit an Bord. Size 1 bedeutet, wenn ihr denn euren Bounty aufgespürt habt, euer Kopfgeld Ziel, dann könnt ihr es am Wegspringen hindern, indem ihr dieses Quantum Enforcement Device aktiviert, den Quantum Jammer aktiviert und dann könnt ihr ihn ganz in Ruhe behaken und entsprechend festnehmen. Wie cool wird das bitte, wenn jetzt zukünftig die Patrouillen in Stanton in dieser coolen Cutlass Blue rumfliegen? Ich nehme ganz stark an, dass die zu den Kontrollpatrouillen hier gehören wird, denn, naja, das ist halt mal Vollpolizei. Also, ist schon, wie eben schon gesagt, das gefällt mir wirklich gut. Wirklich, wirklich schön. Ja, ansonsten ist es auch schon ganz weit eigentlich so. Es gibt noch so die eine oder andere Kleinigkeit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier am hinteren Fahrwerk so sein soll, dass man da so sehr reingucken kann. Eben gab es auch mal Probleme mit den mit den Thruster-Effekten, tatsächlich auch mit den Manöver-Thrustern und so. Mal gerade gucken. Ah doch, ja, Manöver-Thruster sind auch da und funktionieren mittlerweile auch. Hatte ich eben anscheinend nur eine blöde Version oder einen blöden Server, als ich das mal ausprobiert habe. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall die Drake Interplanetary Cutlass Blue. Ich finde es schon wunderschön, hervorragend, geradezu fabulös, wie sie das wieder gelöst haben. Und vor allem alles noch vor der Zeit. Wie hat die GameStar heute geschrieben, irgendwie CIG bricht mit seinen Vorsätzen oder keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung, weil sie ja normalerweise immer alles verschieben und jetzt tatsächlich mal was früher raushauen, als es ursprünglich angekündigt war. Gefällt mir also schon. Oh, guck mal, da sieht man auch ein bisschen Blinklicht und Blaulicht. Zip, 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 zip. Sehr, sehr cool. Boah. Schön. Auch hier unter diesem großen Rahmen gibt es nochmal ein Fenster, damit der Pilot also auch von oben ein bisschen runter gucken kann. Und jetzt seht ihr natürlich hier das Schiff auch nochmal im Lichte.
Und das natürlich auch toll gelöst. Also hat mittlerweile CIG schon schön gut drauf. Hier ist auch recht hell. War ja auch mein Kritikpunkt am Anfang in der Cutlass Red, dass die so dunkel ist. Hier haben wir jetzt also schön viel Licht, gerade bei dieser weißen Tür hier. Die bringt natürlich schön viel Licht rein. Ja. Und alles in allem kann man damit schon eine ganze Menge machen, würde ich sagen. Kostete bisher $150 das Schiff. Wahrscheinlich, wenn sie jetzt in Sale geht, was ziemlich sicher der Fall sein wird am 30. Mai, wird sie wahrscheinlich so auf $160, $165 gehen. Plus Steuern sind wir dann irgendwo bei $170, $180. Irgendwo so um den Dreh. Ist natürlich schon ein guter Schlag mehr als die Cutlass Black, die, glaube ich, immer noch bei $100 liegt. Aber, Freunde, es ist trotzdem ein ganz netter Deal. Ja. Aber ist natürlich was für Liebhaber, muss man sagen. Das Blaulicht muss man mögen. Das ist, denke ich mal, Grundvoraussetzung. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiterhin durchs Verse juckeln. Ich könnte mal gerade dieses QED aktivieren und mal gucken, was wir denn hier, was das bringt. Komm hier, zack. Quantum Dampener Activate. Woo! Darum steht jetzt auch Quantum Dampener Activated. Oh, und wir sehen auch diese coole Schildblase. Boah, sehr cool. Passiert jetzt noch was oder ist der jetzt einfach nur activated? Ja, ist activated. Deactivated, dann geht's einfach wieder aus. Genau. Also, wenn ihr Bounties machen wollt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal. Wenn ihr Frachttransport machen wollt, dann holt euch am besten die Cutlass Black. Wenn ihr Krankenwagen spielen wollt oder Arzt sein wollt, dann holt euch am besten die Cutlass Red. Auf jeden Fall hat Drake Interplanetary hier mit der Cutlass-Serie für jeden was am Stissel. Ich hoffe, Freunde, das waren einige schöne Informationen für euch. Bald geht es los. Mal gucken, ob morgen schon irgendwas kommt. Wir warten ja auch noch auf das Squadron 42-Info-Video. Und am Freitag geht es dann spätestens los mit der Invictus Launch Week. Fast den Namen vergessen. Und danach die DefenseCon. Und Leute, es wird alles unglaublich fantastisch und großartig. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Und bis dahin, wegtreten!